Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, das ich jetzt starten werde, und zwar Surviving Mars. Es ist ein Spiel, das derzeit im Epic Games Store noch bis Donnerstag kostenlos gibt. Ihr könnt es euch kostenlos sozusagen kaufen. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist ein Aufbauspiel, das auf Mars spielt, wie der Name schon sagt, Surviving Mars. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ich habe das Tutorial schon gespielt, damit ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt starten wir ein ganz neues Spiel. Ich denke so, dass das Projekt ungefähr alle 2 Tage kommt. Mal gucken, zurzeit ist es ja auch so, beziehungsweise auch heute, gerade im Moment ist es so, wo die Aufnahme ist, dass Fortnite ja offline ist, dass dort Fortnite Kapitel 2 gestartet wird. Wahrscheinlich wird Red die Welt kostenlos. Ich bin auf jeden Fall schon ultra gehypt. Wenn dort etwas Neues kommt, werde ich euch natürlich direkt informieren. Checkt dafür gerne den Twitch-Kanal auch aus, denn dort wird sein Livestream kommen, wenn das Update da ist. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal ein neues Spiel. Ich lasse mal hier alles auf normal. Zufällig einfach. Start. Und auf jeden Fall kann man da riesige Städte bauen. Am Anfang ist es auch so, dass man noch gar keine richtigen Menschen hat, sondern im Prinzip nur Drohnen, die mit der ersten Rakete mitgeliefert werden. Welcome to Mars. So, und jetzt haben wir hier ein relativ hügeliges Gebiet. Da sind schon viele Ressourcen. Beton, ein paar Metalle, nicht ganz vieles. Aber dort auf jeden Fall mal, würde ich sagen, packen wir die Rakete mal dort unten hin. So, die landet jetzt. Ich hoffe, die Lautstärke passt auch so. Ah, ich glaube, noch etwas leiser. Schon sehr, sehr laut ist. So. Ist das besser? Ja. So. Dann muss ich jetzt zuallererst. Ja, ich weiß, wie die Steuerung funktioniert. Boilerrichtung weiß ich auch. Rechtsklick und dann so ein Lager bauen. Und zwar als erstes würde ich mal sagen, ein Metalldepot. Das Ganze packen wir dort oben hin. Und dann auch noch ein Universallager. Und ein Betondepot. Sie müssen ja automatisch anfangen zu farmen. Können da hinten schon mal ein Concrete Produktion müsste das sein. Betonextraktor, genau. So. Drehen wir mal. Das ist, glaube ich, so ganz gut. Dann brauchen wir einen Generator. Einen Stirling Generator. Dann müssen wir das Ganze mit Kabeln verbinden. So. Müssen wir erstmal bauen. Wir lagern jetzt hier schon alles aus. Müssen allerdings dann auch gleich mal Metall erfarmen. Ja, genau. Der farmt schon ein bisschen Metall. Machen die alles eigentlich automatisch. Hier lagern die gerade alles, alle Ressourcen raus, die mit der Rakete mitgeschickt wurden. So, und du kommst auch mal hier hin. Ist das kein Metall? Was da hinten ist auch Metall. Ressourcen sammeln. Sammelt der erstmal die Ressourcen. Und oben werden auch noch Ressourcen. So, und der farmt jetzt hier Concrete ab. Das wird dann automatisch ins Betonlager einsortiert. Dann würde ich sagen, expandieren wir nach dort oben. In der Forschungsliste. Kann ich zwar so. Drohnen und Rover bewegen sich 20% schneller. Windrad-Upgrade. Erhöht die Stromerzeugung. Dann würde ich das sagen. Danach das. Ah, Gesteinsabfälle, genau. Das muss ich auch nochmal machen. Lager. Und dann eine Mülldeponie. Kommt einfach darüber. Kommandozentrale, die mehr Drohnen als ferngesteuerte Kommander kontrollieren kann. Jo, genau, die brauche ich auch noch. Das heißt, eine Drohne-Hub hier.
muss noch hin. Das würde ich mal hier hinpacken. Das müsste eigentlich direkt verbunden werden. Und dann noch Aufladestation. Kann ich direkt noch eins hinpacken. So. Und eigentlich auch noch ein. Na, wobei. Zwei reichen, glaube ich, erstmal. Passt soweit. Also braucht das gar kein Kabel. Kann ich das hier abbauen? So. Haben die anscheinend schon alles. Genau, hier wird jetzt der Dreck hingelagert, da wird Beton hingetan. Ich frage mich, warum die das jetzt nicht aufs Metalldepot lagern, obwohl hier ja auch Metalle lagern. Naja, obwohl da ja Metalle sind. Aber wahrscheinlich, wenn das voll ist, packen wir es dahin. So, dann müssen wir in der Treibstoffraffinerie weitermachen. So, und dafür brauche ich hier sicher einen neuen Transporter, können wir gut gebrauchen. Feuchtigkeitsvaporator brauche ich. Drehe ich ein bisschen. So. Nee, der kommt so hin. So. Sendertürme erzeugen Gebäude wie einen großen. Beachte, dass Sendertürme von Strom erzeugenden Gebäuden wie ein großer Solarkollektor mit Strom versorgt werden müssen. Da brauche ich aber noch nicht. Ich möchte erstmal das bauen und dann noch eine Treibstoffraffinerie. Ich kann das nicht. Forschung. Brauche ich dafür erst die Forschung. Pilzfarm. Hierfür brauche ich die Treibstoffraffinerie. Okay. Dann brauche ich erstmal die Treibstoffraffinerie, sonst kann ich nicht weitermachen. Aber ich kann ja schon mal mit Strom. Wobei Strom eigentlich auch. Das kommt dann dahin. Und dann kann in der Infotafel jedes einzelne Gebäude ist ja Priorität kann man ändern. Sauerstofferzeugung brauche ich noch nicht. Noch gar keine Menschen, die leben. Das hat nicht genug Strom. Genau, einen zweiten Stirling Generator. So, dann braucht das eben halt nur noch Pipes. Die müssten hier sein, genau. Rohr. Das kommt dann dahin. Wir farmen hier schon ordentlich was. Ich brauche jetzt eben halt die Treibstoffraffinerie. Um weitere von der Erde zu holen oder forschen. Braucht es eben halt erst, um die Rakete wieder loszuschicken. Denn sonst funktioniert das Ganze, glaube ich, nicht. Oder? Ist noch eine Frachtrakete? Okay, also ich könnte eine Frachtrakete anfordern. Fertigbauten.
Frontier with me, Kim Tae-hee. We supply an endless hit parade of musical home runs. Stellt Treibstoff aus Wasser her. Genau. Würde ich sagen, das fordern wir einmal an. Genau. Dann starten. Sector scan. Select a sector to scan. Okay, dann packen wir den hier unten nochmal. Der gescannt werden soll. Prozent, 13%. Hier könnte ich einen anfordern. Für Geld habe ich noch 26,4 Milliarden. Das müsste reichen, dann packe ich den einmal hier hin. So, das wird einmal zerstört. So, perfekt. Dann habe ich noch einen weiteren Transporter. Kann der hin? Ist hier irgendein Metall? Da ist Metall. Und du hier kannst das Metall fahren. Fahren wir jetzt erstmal schön. 43% schon. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie lang denn die ganze Part sein sollen. Ich hätte jetzt mal so 20 Minuten pro Part ungefähr gemacht. Ist auf jeden Fall ein super entspanntes Game. Wir müssen jetzt etwas warten. Ich denke mal, ich werde einen kleinen Cut setzen. Bis gleich. So, die Rakete steht jetzt bereit. Das heißt, wir können die landen. Ich mache einfach hier ziemlich direkt daneben. Landen. So. Und da ist sie. Kann jetzt erstmal alles rausgelagert werden. Und dann haben wir die Treibstoffraffinerie. Ja, wir packen es am besten hin. So. Es ist mit beiden schon direkt verbunden. Dann kann die direkt produziert werden. Wir können auch ein Treibstofflager dann bauen. Depot. Nahrungsspeicher, Treibstoffdepot. Da. So. Das einmal hinbauen. Und dann müsste das jetzt dort in die Rakete auch noch einlagern. Genau, der tankt jetzt. Dann kann ich die gleich starten. Und dann können wir auf jeden Fall, würde ich mal sagen, ein bisschen weiter mit Energieproduktion gehen. Bauen wir hier zwei große Solarkollektoren hin. Damit wir auf jeden Fall genug Strom haben. Warte so. Wir produzieren jetzt auch noch mit Strom, allerdings das Ganze eben halt nur am Tag. Über Nacht habe ich dann die beiden Stirling Generators. Und das produziert hier ziemlich gut. 28 von 50 schon. Okay. Genau, ich könnte auch einen Stromakkumulator bauen, damit ich dauerhaft Strom habe. Damit ich ein Zwischenlager habe, wo dann über Tag da etwas reingespeist werden kann und über Nacht das Ganze dann verwendet werden kann. Wurde fertig gescannt. Warum hat er sich jetzt hier nicht verbunden? Ich hoffe, der nimmt es aber trotzdem von dort aus auch an. Denke man schon. So. Wo wollen wir scannen? Hier würde ich sagen. Ist dort ein Wirbelsturm? Jo. Das ist nicht gut. Wirbelstürme will ich nicht haben. Okay, machen wir da weiter.
und danach. So. Jetzt könnte ich eben halt auch die Treibstoffraffinerie bauen. Soll ich jetzt mit einer Standardkuppel, beinhaltet eine kleine Kuppel. Okay. Ah, da ist schon alles drin. Ich würde das so platzieren. Dann habe ich dafür nämlich alles. Das muss jetzt, glaube ich, schon noch gebaut werden. Muss das mit Strom verbinden. Und ich glaube, ansonsten funktioniert hier alles schon. Genau, wir haben den Sauerstoffproduzent, einen Sauerstofftank, einen Wasserturm und für Feuchtigkeit. Alles. Ich brauche nur noch Strom dafür. Da gehe ich einmal. Ist connected? Ja, ist connected. Milestone achieved. Okay, da kann ich nicht ran, aber so müsste es eigentlich auch passen. Müsste das nämlich einmal komplett mit Strom versorgt werden. Ah, hier kommt Wasser rein. Sauerstoff, Wasser. Strom brauche ich eben halt. Das heißt, ich muss da hinten nochmal hin. Beziehungsweise wird das dann so beides verbunden. Ich kann auch hier einfach direkt so machen und dann sage ich hier einmal ein paar Windräder hinbauen. Noch ein Windrad. So. Auf der anderen Seite könnte ich auch noch ein paar Solarkollektoren bauen. Dann habe ich auf jeden Fall genug Strom. Sollte definitiv weitaus ausreichen. Ich glaube, wir neigen uns dann auch so langsam dem Ende des Parts. Wir haben hier noch einen Meilenstein erreicht. Baue eine Kuppel. Okay. Wir lassen das Ganze hier nochmal fertig bauen. Logit-Turbine habe ich dann auch noch abgeschlossen. Okay. Können wir das auch noch danach erforschen. Sehr, sehr gut. Im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich die ersten Bewohner auf unserem Planeten hier bekommen. Und die eine Rakete kann ja schon abgeschickt werden. Die zweite wird gerade betankt. Und dann können wir auf jeden Fall im nächsten Part dort weitermachen. Oh mein Gott. Da ist erst ein Metall runtergekommen. Von einem Meteorit. Statt einer Rakete vom Mars aus. Habe ich auch nochmal abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat der Part auf jeden Fall gefallen. Ich würde mich natürlich riesig über eine Bewertung freuen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, was ich vielleicht noch verbessern sollte. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.